Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie. Ich lade euch ein zu einem neuen Pilzefilm von mir. Wir gehen heute noch mal in den Wald. Gut, ja, der Sommer, der findet ja quasi nicht statt, aber Feuchtigkeit lieben ja die Pilze. Obwohl, wir hatten jetzt die letzten 3 Tage hier Temperaturen über 30 Grad. Ja, wollen wir gucken. Vielleicht hat sich auch die Pilzparagenese etwas geändert. Schauen wir mal. Wünschen wir uns mal Triff-Triff. Ja, der Sommer findet dieses Jahr nicht statt. Nur Regen, Regen, Regen. Aber auch viele Pilze. Ja, leckere Waldhimbeeren gibt es auch. Und wenn die hochhängen, kann man sie auch essen. Ohne Angst zu haben vor Leberegeln oder anderen Parasiten. Ja, hier wachsen Marönchen. Schnecken sind schon auf dem Weg zum Frühstück hier. Ja, hier bricht ein schöner, dicker, fetter Perlpilz durch. Ja, den nehmen wir mit. Hier finde ich einen großen Scheidenstreifling. Der kommt auch ins Körbchen. Und den Trüffelhund. Na? Ist schon sauig genug. Du siehst aus. Du siehst aus. Das gibt rituelle Waschung. Kannst dich schon mal drauf freuen. Ja, Flo hat sich gerade vorne am Kragen einparfümiert. Wir haben ein paar Baumpilze. Vorlinge oder so. Ja, noch ein Perlpilz. Den haben schon die Maden zermampft. Lassen wir hier. Ja, der spiegelt auch verrückt. Ja, ist das schön. Ja, das klebrige Hörnchen. Der trüffelige Hund. Und alte Maronen. Das ist die rote Waldameise, die haben aber 11 Grad, da sind die noch nicht so agil. Sind zwar alle draußen, aber sind nicht so ganz lebendig. Hier im Gras finde ich ein paar Pfifferlinge, die kommen natürlich auch ins Körbchen. Ja, wenn man so in den Wald reinguckt, es ist nicht mehr so viel da wie vor 2-3 Wochen noch. Die Pilze scheinen ein kleines Wachstumspäuschen einzulegen. Noch ein Riesenmarönchen. Mal gucken, ob das noch gut ist. Nein, ist es nicht. Das lassen wir liegen. Hier sind auch nochmal Pfifferlinge. So, hier links ist ein kleines Naturschutzgebiet ausgewiesen. Meiner Urwald. Ja, dann gehen wir hier mal durch den Laubwald, durch den Laubwaldbestand. Ja, und dieser alte Baum hier, der sieht ja wirklich aus. Alt. Und auch hier nur alte Pilze. Hier ein kleiner Täubling. Ja, hier haben wir Ilex und im Ilex wachsen Pfifferlinge. Das europäische Springkraut, schön am Blühen. Ganz schön dunkel hier. Täubling. Schöne Stimmung hier.
kleine Probiste, aber sehr zerfressen von Schnecken. Das Johanniskraut. Ja, hier haben wir auch was Schönes. Gucken, was es ist. Oh, ein kleiner Hexenpilz. Ein flockenstieliger Hexenröhrling. Und ein gelber Wulstling. Mal gucken, was das hier ist. Ach, ein gammeliger Stein. Nee, ein gammeliger Hexenröhrling. Es gibt wirklich nur ganz vereinzelt Pilze nur noch. Wildschwein im Moment. Wenig. Schusterpilz, Ziegenlippe oder sowas. Ganz interessantes Moos hier. Sehen aus wie so kleine Trompeten. Ja, ein Kartoffelbovist, aber ein ganz eigenartiges Gewächs. Ja Leute, das war's für heute. Es hat sich mal nicht gelohnt. Denk mal, dass die Pilze jetzt erstmal in die Sommerpause gehen. Also junge Pilze habe ich kaum gefunden, nur ältere Exemplare. Man sieht auch nichts nachkommen. Ich würde mal sagen, dass es jetzt erstmal so für 2-3 Wochen Pause ist mit den Pilzen. Ja, dann gucken wir mal rein, was der Korb so sagt. Ja, also für eine Mahlzeit reicht es. Aber wie gesagt, da musste man schon Warne für laufen für die paar Pilze. Sag ich mal, trüff, trüff, bis es wieder heißt, mit mir einen Film zu gucken. Entweder Pilze oder vom Angeln oder vom Steinekloppen. Schauen wir mal. Also, übrigens, hier unten sind noch Botten, die kann man drücken, Like oder sowas. Danke. Tschüss.